Heute wird einmal von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, dass wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Das wird auch zum Ausdruck gebracht, zunächst einmal durch einen Schweigemarsch, wo wir der Situation gedenken, der vergeblichen Hoffnung, die wir hatten in den letzten 20 Jahren und speziell in den letzten Monaten. Wir haben das Problem, dass wir in den letzten Monaten viele Zusagen haben für Unterstützung, aber außer diesen Zusagen kein Geld angekommen ist bei den meisten von uns. Das heißt, die meisten von uns sind mit ihren Möglichkeiten am Ende und auch mit ihrer Geduld. Was die Folge davon ist jetzt, ist, dass die einen versuchen zu retten, was noch zu retten ist vom Sommer, nämlich als Künstler, als Künstlerinnen, indem sie halt versuchen zu proben, schnell noch Programme zu machen. Und die anderen, die halt diese Möglichkeit nicht haben, sagen, reden für die anderen mit und sagen, bis hierher und nicht weiter. Wir sind heute hier und beim Stubentor, um uns zu sammeln und um den Ring zu nehmen und dann zum Resselpark zu marschieren. Es geht vor allem darum, dass wir ministerienübergreifende Gespräche fordern. Wir wissen eigentlich, dass im Kunst- und Kulturbereich es viel Verständnis für unsere Situation gibt, aber es braucht die budgetären Mittel, es braucht die entsprechenden gesetzlichen Änderungen und es braucht diese Änderungen sehr rasch. Aber es kommt nichts und es ist kein Geld da und die Reserven sind einfach aufgebraucht. Und man muss wirklich selber was tun. Und demonstrieren. Wir sind alle betroffen gewesen, so wie viele andere Sparten auch. Das heißt, eigentlich sitzen wir alle im selben Boot. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, auch eine Community aufzubauen, die vielleicht zerstritten ist wegen Konkurrenzkämpfen etc. etc. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, aus allen Sparten Leute zusammenzubringen. Was muss jetzt schnell passieren? Einfach, dass die Auflagen verringert werden, dass die Personenanzahlen erhöht werden, dass die Leute wieder ins Theater gehen können, dass sie wirklich Möglichkeiten haben, sich was anzuschauen und die Künstler auch sich produzieren können. Weil es hat nichts davon, wenn man das zu Hause macht und über Video alles erledigt. Es muss wirklich selbst, man muss sie wirklich auf die Bühne stellen und den Leuten zeigen, man ist wieder da. Wenn man so stolz darüber sprechen kann, dass Wien und Österreich ein Musikland und eine Musikstadt ist, eigentlich sollte man auch eine Unterstützung für die Musikschaffende auch erschaffen, weil wir hatten es sehr schwer in dieser Zeit und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da sind. Verlangen in dem Sinn vielleicht, dass man sich jetzt gerade in so einer Situation, in der wir uns befinden, uns wirklich überlegen, was ist mit einem generellen Grundeinkommen zum Beispiel und nicht nur im Kunst- und Kulturbereich, sondern tatsächlich in allen Sparten, weil was ist denn, wenn so etwas passiert? Es ist eine Situation, auf die man nicht vorbereitet war, die man nicht planen kann, aber man kann jetzt aus dieser Situation lernen und gleich beginnen, umzustellen und aktiv Dinge anzupacken. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Forderungen, die in unseren Dokumenten stehen. Und das fänden wir auch wirklich sehr wichtig, dass wir ein eigenes Ministerium für Kunst und Kultur haben. Das wäre das Wichtigste, weil wir sind wirklich ein Riesensegment und wir gehören wirklich zur Sozialleben evident dazu. Und das müsste man auch zeigen. Also eigentlich hat Musik sehr wenig mit Sport zu tun und es sollten keine gemeinsamen Entscheidungen getroffen werden für diese zwei Segmenten, weil in Musik geht auch nicht nur um Freizeit. Thank you.